Oh Gott. Dram, dram, servus, Leute, was geht? Mein Name ist Hunter und ich habe heute für euch Call of Duty Advanced Warfare Freefall auf der Map Retreat und so. Klasse und sonstigen Stellen solltet ihr am Anfang gesehen haben. Ist Karl 5, Action bisschen so. Gameplay ist jetzt nicht ultra, ultra cool. Es ist 30-7, soweit ich mich erinnern kann. Das Coole ist, ich habe da irgendwie komplett out of ammo, dann einen Sniper aufgehoben, gute Sniper-Streak und alles gehabt. Aber das soll. Doch, eigentlich ist es das Thema. Gut, macht ja nichts. Ja, ich bin auch mal wieder da. Ich habe gedacht, ja, nachdem ich regelmäßig Videos mache, ganz, ganz viel Livestream und so und das alles immer verspreche von wegen dies, das. Ich weiß, ich habe irgendwie länger eine Pause gemacht und nichts mehr gemacht. Aber es war einfach so, dass ich nicht wusste, was ich spielen soll. Ich meine, komm, Call of Duty Ghosts. Ah, man muss sich den Mund waschen, wenn man das nur ausspricht. Das ist so grauslich, das Game gewesen. Don, ja. Jetzt mit Advanced Warfare geht's ja halbwegs, aber das Ding war halt, dass ich relativ viel am PC gespielt habe. Da kann ich aber eigentlich nichts aufnehmen, weil mein PC so ein bisschen wie so eine alte Dame ist. Die muss man immer in der Hand führen und wenn man da aufnimmt, dann, ja, hat man gleich mal einen Bluescreen und der PC ist tot. Das ist sehr uncool. Ja, deswegen konnte ich auch relativ wenig Content bringen. Ich habe auch überlegt, ob ich einfach so ein bisschen Updates mache mit diesen Recap-Styles, was ich da mal gemacht habe. Aber komm, das war ja auch nur wirklich nur das Gelbe vom Ei, deswegen hab ich mir gedacht, gut, lassen wir das. Sorry, dass ich nichts gesagt habe. Ich habe auf Twitter und auf Facebook, glaube ich, einmal geschrieben, was gerade so abgeht, dass ich da irgendwie keine Lust habe. Und hier habe ich gecampt in den Bambusräumen. Die Map ist so cool. Egal, ich rede ein bisschen über Advanced Warfare, haben wir gedacht. Game ist draußen. Ich habe es auf der PS3, weil ich immer noch keine Xbox One habe und PS4 sowieso nicht. Weil ich einfach ein armer Student bin und kein Money habe. Und ja, ich mache natürlich auch keine Videos, deswegen kriege ich sowieso kein Geld. Und ich sollte eigentlich arbeiten gehen demnächst. Naja. Gut, zu Advanced Warfare, ich weiß nicht, die meisten von euch werden es eh schon haben und die meisten werden schon irgendwie ganz, ganz, ganz viele Videos sich angeschaut haben, die das Spiel erklären und alles. Ich habe gedacht, ich bringe euch da ein bisschen meine Meinung bei oder frage euch hauptsächlich, was ihr davon haltet, vor allen Dingen, weil ich sie auf der PS3 spiele, wie gesagt, ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch es auf anderen Konsolen haben, deswegen wäre es da cool, wenn ihr mich ein bisschen unterrichten könntet, wie es dann auf den anderen Konsolen ist. Nun ja, auf der PS3 zumindest ist es so, dass sogar verblüffend viele Lobbys gefunden werden. Die Connection ist eigentlich auch ganz gut. Und das Game bockt irgendwie extrem. Also es ist so, ich weiß nicht, die Entwickler haben sich so gedacht, ja, schau, dann nehmen wir einfach von jedem Game, das zurzeit so draußen ist, von jedem First-Person-Shooter, nehmen wir uns das Beste raus und hauen sie in ein Game rein und nennen es einfach Call of Duty. Und auch wenn das irgendwie ultra geklaut alles ist, es ist voll cool. Also dieses Herumdashen, die ganze Zeit da überall, von oben, von unten, von überall, von jeder Seite, es ist voll cool gemacht irgendwie. Und jetzt habe ich da die Sniper aufgehoben da. Übrigens, Snipen macht im Game auch ultra viel Bock. Es ist zwar extrem schwer, weil so viele Leute, also man darf ja nicht vergessen, damals oder in den alten Teilen ist es so beim Snipen, ja, der Typ kann maximal so irgendwo links oder rechts oder vor dir kommen, eventuell hüpft er irgendwo herum, macht seine Jumpshots und hat einen Scuff und freut sich drüber, einen Keks, kann er auch gern machen, aber jetzt, wo jeder einfach herumdasht, das ist um einiges schwerer, aber gerade deswegen macht es so unglaublich viel Spaß. Also ich weiß, ich finde es unglaublich cool. Ihr seht ja, ich habe die Sniper aufgehoben, spielt deswegen natürlich auch ein bisschen taktischer und so. Aber ja, ich meine, taktisch in Advanced Warfare geht sowieso relativ wenig oder das ist ja schlecht. Die Spawns sind mal extrem verkackt, also teilweise spawnt man einfach in einem oder spawnt einer neben einem. Ich weiß nicht, wie gesagt, da wäre es halt cool, wenn ihr mir dann schreiben könntet, ob es bei den anderen Konsolen, also bei euch auch so ist. Ob man da so in Freefall das hat, dass die Leute einfach in einem spawnen teilweise, das ist ein bisschen nervig. Aber ansonsten glaube ich, dass ich die Spawns schon halbwegs begriffen habe. Ich habe jetzt am Release-Tag anderthalb Prestige in Freefall gemacht. Also wirklich nur Freefall only. Dann habe ich mir gedacht, ich schaue mir mal den Liga-Modus an. Über den wollte ich auch noch ein bisschen erzählen. Also der ist ja echt grottig teilweise. Ich meine, wie es ist cool, dass sie wieder reinbracht haben. Das mit dem Ranking-System ist auch cool, dass man da so Promo-Games hat, wenn man bei 100 so Liga-Punkten, also LP, wie bei League of Legends eigentlich, hat man so seine Promo-Games in die nächsthöhere Division. Das Problem ist halt einfach, dass man noch nachjoinen kann, beziehungsweise dass man oft Lobbys nachjoint, die so gerade in-game sind und total verloren, wo die Leute sich gedacht haben, okay, wir gehen raus, das können wir eh nicht mehr gewinnen. Und dann joint man in so ein Game nach, verliert irgendwie voll viel LP, das ist extrem scheiße gemacht. Müssen die noch was ändern auf jeden Fall. Die Waffe und das Ganze ist natürlich ultra gebalanced, versteht ihr? Weil Bell oder BAL ist ultra overpowered, das fuck, das ist echt grottig. Also es ist ja grauenhaft, die Leute laufen nur mit der Ball herum und der AK-12, also dieser AR, da haben wir wirklich sehr, sehr schwer, dass man da irgendwie was dagegen machen kann, aber gut. Das heißt drum. Ansonsten halt, ja, keine Ahnung. Ich finde es ansonsten ein extrem nices Game. Ich will da jetzt nicht unnötig hypen, weil es demnächst sicher so sein wird, dass die Leute da wieder finden, wo man am besten campt, was so die besten Klassen und was die stärksten oder powersten Waffen sind. Dann kommen die YouTuber-Menschen da an und sagen, ja, benutzt das ist alles so stark. Und dann benutzen es die Leute und dann endet das in einem
Camping-Highlights, so wie eigentlich jedes COD. Aber ich weiß nicht, vielleicht machen sie was Gutes aus dem Game. Die Maps sind auf jeden Fall ganz nice. Sie sind relativ klein, das ist gut. Und im Moment ist es auch relativ gebalanced, was das angeht, wo die Leute herumstelzen und mit was für Waffen sie rumlaufen in Freefall. Was ich einfach am meisten zu sagen gespielt habe, weil es ultra viel Spaß macht. Also wenn ihr irgendwie so ein bisschen so genervt seid, keine Ahnung, TDM, Kill Confirmed, weiß was ich, was die alle spielt, Bodenangriff. Wenn ihr sagt, ne, das bockt gerade nicht und League Play ist sowieso noch ein bisschen buggy, beziehungsweise ist eigentlich noch gar nichts gebannt. Obwohl sie bei den ersten Competitive Turnieren in Call of Duty Advanced Warfare haben sie schon die Ball gebannt. Das ist ganz gut. Aber, irgendwas vibriert draußen. Dammit, da bohrt jemand. Okay, egal, hat jetzt nichts damit zu tun. Wenn ihr da irgendwo sagt, ihr habt gerade keinen Bock auf das, weil das, wie gesagt, weil League Play noch nicht wirklich gut ist, weil sie da noch nichts gebannt haben und das mit Nachsteuern, das muss auch auf jeden Fall noch gefixt werden, dann probiert Freefall, es macht echt unglaublich Spaß. Also ich habe mit vielen Leuten geredet, so am Test, die haben es auf der Xbox One, da habe ich ein bisschen Infos bekommen und sie sagen auch, also Freefall macht extrem viel Spaß, macht am meisten Spaß und die grinden auch gerade alle ein bisschen Freefall. Und wenn ihr da irgendwo keinen Spaß dran habt an dem Game, dann probiert mal Freefall aus. Ansonsten, was ich noch nicht so ganz durchblickt habe, ist das mit den Supply Drops. Das ist ultra cool, dass sie es irgendwie eingeführt haben, aber ich finde es ein bisschen blöd, dass man die irgendwie immer kriegt, wenn man stirbt. Also immer, wenn ich einen Tod habe, kriege ich so ein... Ich habe 10 am Anfang von dem Gameplay, können wir mal zurückspulen, wenn ihr das nicht mitbekommen habt. Ich bekomme instant einen Supply Drop, nur weil ich gestorben bin. Und dann, genau, jetzt haben wir die One-Shot-Pistol. Oh mein Gott, was haben sie sich mit der One-Shot-Pistol gedacht? Diesmal overpowered as fuck. Gehört ihr mit, wie ich dieses erste Mal gesehen habe? Ich denke mir so, oh nice, da gibt es eine One-Shot-Pistol, die ist eigentlich wie eine Sniper als Secondary. Sag mal, what the fuck, die ist immer One-Shot. Gott, also so, sobald es halt in den Oberkörper geht, das ist schon ein bisschen overpowered, nicht? So ein bisschen. Ich mag die voll gern. Also ihr seht da, ich rule mit der auch ziemlich da, bekomme hier und da ein paar Kill, dann miss ich da, bekomme trotzdem noch einen Kill. Und das war's dann eigentlich auch schon, Gameplay schon zu Ende, 30-7, wie gesagt, geht's aus. Auf jeden Fall werde ich noch mehr zu Free for All erzählen auf meinem 7-Kanal, da mache ich jetzt nachher ein Video. Ich hoffe, der Kappa hat mir da ein gutes Gameplay schon hochgeladen, damit ich das benutzen kann, damit ich das abusen kann. Und ja, ich werde schauen, dass ich euch ein paar gute Gameplays noch raushaut demnächst, so ein bisschen Free for All stellt, wisst ihr ja, bis League Play gefixt ist, dann werde ich davon ein bisschen was machen. Ansonsten, ja, tut mir leid, dass es PS3 ist, ist vielleicht das Skillniveau jetzt nicht unglaublich hoch, aber trotzdem finde ich es schwer, gute Scores zu erzielen. Gut. Gameplay ist zu Ende, war noch von Level 46, da war ich noch nicht mal Prestige, seht ihr ja. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Also ich schaue, dass ich jetzt demnächst wieder gescheit mehr Videos mache. Ich versuche es euch zu versprechen, aber ich kann euch nicht versprechen, dass es öfter als einmal die Woche sein wird. Ich versuche mich da wirklich ranzuhalten. Das Ding ist, Prüfungen habe ich jetzt demnächst nur eine. Von der Uni aus, also es geht eigentlich, klar. Und Zeit sollte da sein, vor allen Dingen, da jetzt die League of Legends Season auch demnächst endet. Und Osu bin ich sowieso Gott, da brauche ich nicht ultra hart grinden. Und ja, gut. Soweit so gut. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Am Ende habt ihr wieder eine gute Anime-Empfehlung. Es gibt echt viele gute Animes demnächst. Boah, ich sollte da noch mehr Videos zu machen. Ja, was gerade so an Animes abgeht. Vielleicht werde ich das im nächsten Video machen. Ein bisschen mehr über Animes reden. Gut, ist ja auch egal. Ich rede schon wieder ewig lang. Ich werde euch da jetzt wahrscheinlich den Clip von mir hinterlegen, wo ich so ultra den coolen Feed irgendwie hatte. Aber gut, sei es drum. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.